Du wohnst ja selbst im Waldviertel. Wir haben gestern schon miteinander geskypt. Wie hat sich die Lage seit dem gestrigen Sonntag bei dir entwickelt? Ja, also bei uns ganz oben, wo wir leben, ist es ja nicht so dramatisch. Also da halten sowohl die Deiche als auch die Flüsse, wobei man sagen muss, wenn es dann Richtung Gmünd geht, sieht man schon, dass insbesondere die Leinsitz und andere Gewässer über die Ufer gehen, dass da auch einige Straßen gesperrt sind. Aber das muss man jetzt schon auch wirklich dazu sagen, nachdem hier sehr viel nicht verbaut wurde und sehr viel im natürlichen Zustand ist, gerade die Augebiete, schafft es die Natur quasi auf natürliche Art und Weise, damit fertig zu werden. Die dehnen sich aus und dann ziehen sie sich wieder zurück. Das funktioniert relativ gut, weil eben nicht so viel verbaut wurde. Bei uns persönlich, der Keller ist immer noch zu, wir pumpen immer noch aus, aber das ist im Vergleich zu dem, was viele, viele andere Menschen gerade in Österreich erleben, wirklich nicht viel. Sebastian, man vergisst ja auch immer wieder, wenn man an das Leid der Menschen denkt, die Tiere. Die Tiere sind aktuell in Not, natürlich auch genauso wie die Menschen. Und es gibt eine gewisse Hochwasserhilfe für Mensch und Tiere in Not. Was kannst du uns darüber mitteilen? Ja, genau. Ich wurde in den letzten Tagen, vor allem in den letzten Stunden, sehr, sehr oft angeschrieben von Menschen, die gesehen haben, dass wir schon vor ein paar Jahren in Hallein, als das große Hochwasser war, geholfen haben, dass wir auch immer wieder helfen, wenn Tiere in Not sind, also Menschen und Tiere gleichermaßen, und die gefragt haben, könnt ihr nicht wieder eine Sammlung machen, weil erfahrungsgemäß die Hochwasserhilfen und die Versicherungssummen sehr, sehr spät kommen und das Ganze ewig lang dauert. Und manchmal brauchen Menschen einfach wirklich unmittelbar Unterstützung. Wir haben es ja heute bei Ö24 auch schon gesehen, was für Schicksale dahinter stehen. Wenn Menschen ihr ganzes Hab und Gut verlieren, wenn Menschen aber auch Verantwortung für Tiere tragen, für Pferde zum Beispiel, und dann auf einmal das Problem haben, dass alles kaputt ist und sie nicht wissen, was sie machen sollen. Die können nicht 3 Monate warten, bis der Begutachter von der Gemeinde da war, ein Schaden eingereicht wurde und dann vielleicht was bewilligt wurde. Die brauchen jetzt Hilfe. Und genau dafür haben wir unsere Stiftung, deswegen haben wir uns entschlossen, heute eine Sammlung für Menschen und Tiere einzurichten, die vom Hochwasser betroffen sind, da kann jeder mitmachen. Wir übernehmen die gesamten Kosten, also alle Gebühren und Spesen, die da anfallen, die ja mitunter nicht wenig sind, die werden von unserer Stiftung getragen, damit 100% der Spenden auch wirklich ankommen. Und ja, ich hoffe, dass viele Menschen sich beteiligen. Wir konnten beim letzten Mal, als wir gesammelt haben, doch tausende Euro bewegen und haben Menschen unmittelbar geholfen. Und das ist etwas, das vergessen die nicht. Wenn man jetzt sagt, da möchte ich mitmachen, da möchte ich die Opfer unterstützen, wie einfach geht das, Sebastian? Das ist in Wirklichkeit extrem simpel. Also man kann unter kommun.at auch unsere Spendendaten finden. Man kann auf ökoreich.com auch die Zugangsdaten finden. Also wir haben auch unsere Bankverbindung auf Facebook und sonst überall hingestellt. Also es ist ganz einfach in Wirklichkeit. Alle Spenden, die wir jetzt kriegen, egal ob sie gewidmet oder ungewidmet sind, werden sowieso dem Thema jetzt zugewiesen. Das heißt, man kann da eigentlich nichts falsch machen. Wenn man Fragen hat, also wenn man zum Beispiel auch Unterstützung braucht, weil es gibt ja nicht nur Spenden, sondern es gibt ja auch Menschen, ganz viele, die sich jetzt bei uns melden. Gerade vorhin hat mich ein Mail erreicht von einer Alleinerzieherin aus Niederösterreich, die schon bei verschiedenen Sammelstellen war, wo sie alle gesagt haben, ja, ihr müsst zuerst einen Schaden nachweisen, dann können wir euch etwas geben, die aber ganz akut Geld braucht. Und wir bitten einfach darum, schreibt zu uns an vorstand@kommun.at. Wir prüfen das dann, wir nehmen Kontakt auf, das geht relativ schnell und einfach und dann können wir. Es sind kleine Beträge, aber die machen manchmal den Unterschied. Da werden wir auf jeden Fall helfen. Wir haben heute schon über das Schicksal von Frau Andrea Merz im Helenental berichtet. Unvorstellbar, die hat hier einen Hof gerade erst renoviert, hat Stallungen für Tiere gebaut oder auch Zäune und das wurde alles weggeschwemmt durch die Hochwassermassen. Die hat quasi die Schafe mit ihren eigenen Händen aus den Hochwassermassen gerettet. Das ist unglaublich unvorstellbar. Wer eben der Frau Merz auch helfen möchte, kann bei UE24.at hier gerne seine Hilfe anbieten. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür, für alle, die das tun. Sebastian, welche Schicksale sind dir denn noch bekannt? Genau das, was du beschreibst. Also es sind ganz viele Menschen, die mir jetzt geschrieben haben, die zum Beispiel Tieren in Not helfen. Es gibt ja eine unfassbare Anzahl an Vögeln zum Beispiel, die eigentlich Zugvögel sind, die nach Süden reisen wollten jetzt und die durch die Unwetter abgehalten wurden. Die sterben.
wenn sie nicht fliegen können. Die suchen Schutz und werden dann aufgepäppelt, werden gerettet, werden in die Stationen gebracht, die sind überfüllt. Das Gleiche sehen wir auch bei anderen Tierarten. Also da gibt es wahnsinnig viele Einrichtungen. Das sind auch genau die, mit denen wir dann auch zusammenarbeiten. Also es wenden sich an uns ganz viele Organisationen, Institutionen, Vereine, aber auch Privatpersonen, die eben in ihrem direkten Umfeld helfen. Und das sind schon Schicksale. Da wird niemand jetzt einen Antrag an den Hochwasserfonds der Bundesrepublik stellen. Das kann man auch nicht versichern lassen. Das sind Sachen, da geht es einfach darum, schnell Arztrechnungen zu übernehmen. Da geht es darum, Futter zu kaufen. Und die Menschen sind unfassbar hilfsbereit. Also wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einem Land, wo die Solidarität wirklich noch hochgehalten wird, wo das Mitgefühl auch eine ganz, ganz wesentliche, ein ganz wesentliches Motiv für viele Menschen ist. Aber viele kommen halt einfach an ihre Grenzen, weil sie ihre Zeit und ihre Leidenschaften in Energie zur Verfügung stellen, aber sie können nicht alles aus eigener Tasche zahlen. Da geht es manchmal einfach nur um ein paar hundert Euro. Also wir reden ja nicht von Millionen, ja. Aber es geht darum, diese paar hundert Euro sollen auch ihren Weg finden. Und das ist der Grund, warum wir diese Menschen helfen, Menschen quasi Hilfe organisiert haben, weil wir sagen, es ist einfach wichtig, dass wir jetzt nicht wegschauen und dass wir dort, wo wir können, auch einen kleinen Beitrag leisten, damit diese schlimmsten Auswirkungen ein bisschen abgefedert werden. Viele fragen sich ja auch im Zuge dieser Hochwasserkatastrophe, was passiert eigentlich mit den Flusstieren? Was passiert mit den vielen Fischen? Verenden die alle in diesem Hochwasser? Wie können sich diese Tiere retten oder auch die Enten und die Schwäne? Oder fliegen die einfach dann weg? Ja, also es gibt Tiere, die können damit sehr gut umgehen. Also Enten zum Beispiel haben damit eher weniger ein Problem. Ich habe da jetzt in den letzten Stunden und Tagen immer wieder auf diesen überfluteten Wiesen und Äckern ganz viele Enten gesehen, die da quasi Party machen. Aber es gibt andere Tiere. Ich möchte zum Beispiel Rehe erwähnen. Das wissen viele Menschen nicht, war mir auch nicht bewusst. Für die ist es eine Katastrophe. Wenn Hochwasser kommt, verlieren die ihre natürlichen Lebensräume und in der Not, in der Gefahr werden auch die Familien getrennt. Die Kitze, also die jungen Rehe, legen sich instinktiv auf den Boden und warten und ertrinken dann. Also das ist etwas, mir ist es wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass viele Menschen, und ich bin ja auch ein Stadtkind in Wirklichkeit, auch wenn ich jetzt im Waldviertel lebe, aber viele Menschen denken sich, na gut, die Natur wird damit schon umgehen können. So, die Wildtiere werden auf das eingestellt sein. Nein, so ist es nicht. Also für die Wildtiere ist so eine Naturkatastrophe, wo ihre natürlichen Lebensräume zerstört oder ganz massiv verändert werden, eine unglaubliche Herausforderung, die auch tödlich enden kann. Und das heißt, wir werden nicht alles beeinflussen können, aber ich glaube, dort, wo wir helfen können und dort, wo Menschen auch bereit sind, einen persönlichen Beitrag zu leisten, sollten wir das machen und wir dürfen das Elend, wir dürfen die Augen nicht vor dem Elend verschließen, egal wen es betrifft. Ich sage immer, es sind alles fühlende Wesen und die haben eigentlich auch unsere Unterstützung verdient. Also egal ob Mensch oder Tier, es gibt viele, die unsere Unterstützung jetzt brauchen. Wie ist denn aktuell das Wetter bei euch im Waldviertel? Hat es hier mittlerweile zum Regnen aufgehört oder schüttet es weiter? Also bei uns in Wien, wo sich das OE24 TV-Studio befindet, da schüttet es wie aus Kübeln seit 11 Uhr, 12 Uhr vormittags. Ein Ende ist da offenbar erst in den Nachtstunden vorhergesagt. Wie schaut es denn bei euch aus? Also es hat zwischendurch geschüttet, es war in der Nacht ein bisschen ruhiger, jetzt ist es wieder stärker geworden, es wechselt sich so ein bisschen ab. Ich habe das Gefühl, der Hotspot sind wir nicht mehr. Das waren wir eine Zeit lang, es zieht jetzt wieder ein bisschen weiter Richtung Süden. Ich habe auch gesehen auf den Karten, dass auch jetzt stärker das Ganze nach Südwesten zieht, also Salzburg, Oberösterreich, Steiermark davon betroffen sein werden. Das heißt aber nicht, dass die Gefahr weg ist, weil jetzt haben wir auf der einen Seite quasi weniger Regen von oben, obgleich es im manchen Regionen von Niederösterreich immer noch schüttet und auch morgen noch regnet. Aber das Problem ist, die Pegelstände reagieren ja verzögert. Und es kommt ja zum Teil auch einiges von Tschechien. Also das heißt, die Gefahr ist nicht vorbei, nur weil der Regen aufgehört hat. Und ich glaube, es ist wirklich dramatisch. Das habe ich mir auch heute in den Appellen von Polizei und Feuerwehr angehört. Es geht ja auch darum, dass man schnell sein muss, was zum Beispiel das Wegräumen von Schlamm betrifft, solange er noch nicht ausgehärtet ist, weil er ist wie Beton. Und das ist ja nicht einfacher Erde, sondern das ist ja mit Fäkalien und allen möglichen Sachen belastet. Also nach der Flut ist quasi der Haupteinsatzbereich, wo dann auch wirklich viele Menschen gefordert sind, mitzuhelfen. Momentan ist es eher so, dass die Appelle von Feuerwehr und Polizei heißen,
Bitte steigt nicht ins Auto, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Bitte macht keinen Unwettertourismus oder versucht auch nicht quasi jetzt über Land zu fahren und dort mit die Gummistiefel und der Schaufel zu helfen. Das ist zwar nett gemeint, aber es ist im Gegenteil. Es behindert die Einsatzkräfte und es gefährdet Menschenleben. Insofern glaube ich, dass viele Menschen jetzt momentan zu Hause warten. Viele schicken auch ihre Kinder nicht in die Schule. Bei uns ist auch der Schulbus unterbrochen, muss man auch dazu sagen, weil jetzt einfach abgewartet wird. Und ich hoffe, dass ab morgen, spätestens Mittwoch, eine gewisse Normalisierung eintritt und wir dann mit den Aufräumarbeiten beginnen können. Abschließend noch deine Einschätzung zur hohen Politik. Bundeskanzler Karl Nehammer ist heute quasi omnipräsent, auch schon am ganzen Wochenende, ist als Krisenmanager unterwegs in seiner Form als Bundeskanzler. Wie beurteilst du sein Auftreten? Also grundsätzlich möchte ich den Behörden, also natürlich am meisten sind die Landesbehörden da vor Ort. Also das Bundesheer leistet unglaublich gute Arbeit, aber auch die freiwilligen Feuerwehren übermenschliche Arbeit. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das, was der Nehammer macht, jetzt gut. Ich finde es sinnvoll. Vor allem sinnvoll finde ich, und das muss man an der Stelle schon sagen, weil ich bin halt ein Politikkommentator und das kann man der Politik nicht ersparen. Ich finde es beschämend, wenn man sich jetzt vor die Kamera stellt und beginnt, Wahlkampf zu machen. Und es haben leider in den letzten Stunden einige Politiker und Politikerinnen, ich will jetzt keine Namen nennen, man weiß eh, sich hingestellt und gesagt, okay, das ist die Klimakrise, deswegen wählt's uns. Wir haben schon seit Monaten davor gewarnt, während gleichzeitig drei Menschen in Österreich sterben. Das finde ich niederträchtig und das macht der Nehammer nicht. Und das machen auch andere Leute nicht. Und ich glaube, jetzt ist nicht die Zeit, um Wahlkampf zu machen, jetzt ist die Zeit, um zu helfen. Vollkommen wurscht, welche Farbe jemand hat oder welche Partei gewählt wird. Wichtig ist es mir jetzt zusammenhelfen.